Willkommen zur Folge 165. Wir starten direkt durch und lassen uns von Schildern nichts vorschreiben. Was für ein Stoppschild, ne? Genau. Komm. Was ich halt echt nicht verstehe, warum die Leute, die es so eilig haben, danach nicht mal annähernd das Tempolimit fahren. Spur halten wird ja eh überbewertet. Nee, er weiß einfach, wie er am schnellsten vorankommt. Sie haben LKW vorbeigequetscht. Apropos LKW vorbeigequetschen. Sag mal, haben Sie alle noch... Alle einfach rein. Wir haben Vorfahrt. Fahr doch vor, damit die sehen, dass du da bist. Nee, Mama. Ne, Probui. Hinter den LKW lässt du doch durch. Mehr nicht. Jetzt fährst du... Fahr vor. Fahr. Irgendwann müssten wir halt auch mal fahren. Wäre gut, wenn hier jemand den Verkehr regeln würde. Aber immer schön in der Mitte weiterfahren, ne, Obi? Natürlich fährt er in der Mitte, rechts ist ja für LKW. Nee, ich glaube, der ist einfach eingeschlafen. Wir behalten mal den Mercedes, der da gerade knapp vor dem Minivan gezogen ist, im Blick. Na, habt ihr den Mercedes noch? Da ist er. Boah, der bremst ihn ja aus, aber ist er mit dem Typen nicht richtig? Der kann richtig ausgebremst, ey, einfach mal. Boah! Und wegen denen hier im Kindergarten muss jetzt die Autobahn fast stehen bleiben, oder was? Komplett ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen. Joa, so eine Wurst würde ich jetzt auch nehmen. Die Ampel war den Fußgängern ja auch ziemlich Wurst. Radfahrer zu eng überholt, heißt der Clip. Ja, ich hab's auch beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen. Es geht um die Radfahrer hier im Gegenverkehr. Ist hier zu langsam. Typisch, nee, ist Dreifahrer. Sag er jetzt bloß nicht dumme. Weiß nicht, warum ich das genau so gesagt habe. Hallo, ich fahre auch DS3.
Ich verstehe aber auch echt nicht, warum man so knapp davor zieht. Links ist doch alles frei. Hätte er noch ein paar Sekunden gewartet, wäre es grün geworden. Ich vermute ja, dass er vor der Kontaktschleife stand und beim Losfahren diese endlich ausgelöst hatte. Das Verhalten des Cammers lasse ich mal unkommentiert, da müsst ihr euch selbst eine Meinung bilden. Der Autofahrer hier fährt aber auf jeden Fall ein bisschen viel zu schnell für 30 km/h. Ich fahre schon 34, 33, ist doch sehr fährt. Junge, der fährt 50, Alter. Junge, wie ist der? Dieses Schild hier muss sich unglaublich nutzlos fühlen. Der Kombo hinter uns will scheinbar sein Auto auf der Beifahrerseite neu machen lassen. Und da fragt man sich noch, warum Taxifahrer so unbeliebt sind. Also wenn dir so ein LKW-Reifen platzt, Moment, das ist nicht mein Spruch. Also wenn dir so ein LKW-Reifen platzt, dann gehen da bis zu 10 Bar fliegen. Das ist, als würde die Faust Gottes deinen LKW treffen. Danke, Sascha. Richtig geknallt hat das hier. Der ist geradeaus, Denker, für den existieren Kurven einfach nicht. Und der sieht immer alles meilenweit voraus. Na, hat da jemand versehentlich das Mikrofon stumm geschaltet und es erst nach einer Ewigkeit gemerkt? Alle Känguru-Clips dieser Folge sind nämlich versehentlich stumm. Er hat auch extra gewartet, bis wir da sind. Immerhin hat er sich danach entschuldigt. Beim Überholen machen ja viele was falsch. Sehr oft fehlt es zum Beispiel an Seitenabstand zu Zweiradfahrern. Aber über die Linksabbiegerspur überholen ist so zum Beispiel auch nicht zulässig. Achso. Mach ich auch immer so. Ich kann das alles nicht mehr. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Bis nächste Woche. Ciao.